Resilienz bedeutet, dass wir über eintretende Krisenfälle hinweg verfügbar bleiben mit technischer, kritischer Infrastruktur. Dass all das, was wir fürs tägliche Leben als Gesellschaft brauchen, verfügbar bleibt oder, wenn es in Teilen wegbricht, schnellstmöglich ähm, wieder an den Start gebracht wird. Und damit das bestmöglich erreicht wird, ist es notwendig, aus vorangegangenen Krisen zu lernen, und sich diesen Situationen anzupassen. Mit der Einwirkung einer Pandemie, bei der in kurzer Zeit sehr viele Menschen gleichzeitig potenziell erkranken für den Betrieb wegfallen, sind aktuelle Pläne im Katastrophenschutz nicht versorgt. Daran gilt es in Zukunft zu arbeiten. Das ist kein Sonderfall in der Energiewirtschaft oder in der Wasserwirtschaft. Das ist eine allgemeine Fragestellung, der man sich in Zukunft widmen muss. Daraus müssen wir lernen und damit werden unsere kritischen Infrastrukturen auch resilienter, wenn wir daraus lernen. Das ist eine Fragestellung, die eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeitsrechnung in sich trägt. Ich gehe davon aus, dass die Optimierung des äh, personellen Aufwands zum Aufbau und Betrieb von Energieversorgungseinrichtungen grundsätzlich eine der großen Rollen spielt, ähnlich wie die ähm, des Wirkungsgrads der technischen Anlagen. Ich denke, es ist besonders wichtig, äh, dass man im Kontext der Pandemie berücksichtigt, dass es auch wieder mehr Generalistentum braucht, dass Menschen äh, Breiter als nur auf einem bestimmten Spezialgebiet einsetzbar sind, um der Situation gerecht zu werden, dass andere durch Krankheit, durch besondere Vorkehrungsmaßnahmen bei einer Pandemie wegfallen. Die Risikobetrachtung ist ein Argument, das durchaus auch für Kernkraftwerke sprechen kann und insbesondere die Krisensicherheit, die im Kontext einer künftigen Neustrukturierung durch die Energiewende und sich abzeichnender massiver Einwirkungen des Klimawandels eintreten werden. Diese Gründe, diese neuen Herausforderungen sprechen für Kraftwerke wie Kernkraftwerke, die durch ihre spezifischen Eigenschaften solchen Situationen besser ähm, ähm, gewappnet sind. Dazu gibt es äh, EU-weit äh, zu unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine künftige Energieversorgung aussehen soll. Das zu vereinheitlichen halte ich deshalb für wenig zielführend. Ähm, ich denke, dass vielmehr ein äh, sich ergänzen und ausgleichen über die Grenzen hinweg äh, ein Ziel sein sollte das dann im Krisenfall, sei es durch eine Pandemie, sei es durch Auswirkungen des Klimawandels, ein, ein Ausgleichen von äh, verminderten oder weggefallenen Versorgungsleistungen ermöglicht.